Staufer für die CSU-CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wollte eigentlich heute ganz anders in diese Rede einsteigen, aber verehrte Kollegin Schulz-Asche, Sie fordern mich förmlich heraus, dass ich hier die Rede anders beginne. Sie haben gesagt, Kreativität und Mut hat hier bei diesen ganzen Pflegestärkungsgesetzen gefehlt. Ich kann Ihnen nur eins sagen, dieser positive Einschnitt in die Pflege, den wir in dieser Legislatur geschafft haben, war geprägt immer von dem Gedanken, dass wir sagen, wie entwickelt sich Deutschland, wie ist die demografische Situation? Und hier war sehr wohl viel Kreativität und auch Mut und ein hohes Maß an Fachlichkeit in Kombination mit Menschlichkeit immer wieder dabei. Und ich möchte uns hier nicht loben, aber ich denke doch, dass uns das auch gelungen ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Pflegestärkungsgesetze in dieser Legislatur bringen spürbare Verbesserungen für die Menschen in unserem Land. Und wenn wir in den Pflegeeinrichtungen mit den Pflegekräften, mit den Angehörigen und vor allem mit den zu pflegenden Personen sprechen, da erhalten wir ausgesprochen viel Zustimmung. Und selbst diejenigen, die vielleicht in irgendeiner Form aufgrund der hohen Beiträge zur Pflegeversicherung betroffen sind, also die Beitragszahlerinnen und Zahler, egal ob Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, sie haben sich zurückgehalten mit Kritik, weil sie wissen, dass das Geld richtig angelegt ist und dass das Geld auch dort ankommt, wo wir es dringend benötigen. Denn, und das glaube ich, muss man an dieser Stelle heute schon auch einmal sagen, diese Bundesregierung hat sich entschieden, dass sie nicht nur investiert in Straßen, Schienen und Gebäude, sondern dass sie in Menschen investiert. Und das ist die Melodie unserer Politik, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aufgrund dieser allgemeinen, doch positiven Situation, auch in der Szene, kann ich über eine Ablehnung des Gesetzentwurfs hier wirklich nur noch den Kopf schütteln. Meine Damen und Herren, mir ist schon bewusst, dass die Opposition natürlich in einem politischen System eine besondere Rolle als Kontrollorgan hat, welches auch mal lautstark Kritik übt und vielleicht auch einmal übers Ziel hinausschießen darf. Aber ein gewisser Bezug, meine sehr geehrten Damen und Herren, und das geht vor allem auch an die Linke, ein gewisser Bezug zur Realität, der wäre hier auf jeden Fall auch einmal angebracht. Dass durch dieses Gesetz sogar Verschlechterungen für Menschen mit Pflegebedarf oder gar auch mit Behinderung zu konstatieren werden, war von Ihnen teilweise zu hören. Ich kann nur sagen, das ist einfach falsch. Und durch dieses Gesetz, meine sehr geehrten Damen und Herren, werden viele Menschen besser gestellt und wirklich niemand soll und wird hier auch schlechter gestellt werden. Da wir mit den Pflegestärkungsgesetzen viel auch am offenen System operiert haben, war es nicht einfach, das sicherzustellen. Und es ist deshalb auch mit Übergangsregeln und Regeln zum Bestandsschutz, so denke ich, zumindest auch gelungen. Anders als Sie sagen, droht auch nicht, dass die Träger der Pflegeversicherung und der Eingliederungshilfe auf dem Rücken der Betroffenen darüber in Konflikt geraten, wer für die Leistungen zuständig ist. Und ich bitte Sie wirklich, verunsichern Sie die Leute in unserem Land mit Ihren Aussagen hier nicht laufend. Diese Debatte, die wir hier teilweise führen, ist wirklich schändlich, was Sie hier veranstalten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ich möchte auch immer wieder mal behaupten, die Bürgerversicherung wird ja hier immer wieder in der Debatte eingestreut, egal von welcher Seite. Und mit dieser doch sympathischen Formulierung Bürgerversicherung und Solidarität und mit diesen Worten wird hier jongliert, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist ja alles sehr sympathisch, wie Sie das machen. Aber wissen Sie, was mir fehlt? Mir fehlt, dass Sie nicht in der Lage sind, den Vorteil zu benennen, diese systematische Verbesserung. Wo ist denn der Vorteil, meine sehr geehrten Damen und Herren? Dazu haben wir bisher wenig gehört. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn Pflegeleistungen und Leistungen der Eingliederungshilfe zusammenfallen, sind jetzt die Beteiligten verpflichtet. Diese Verpflichtungsregelung ist neu,
sich mit Zustimmung des Betroffenen über Modalitäten der Übernahme und Durchführung der Leistungen sowie der Erstattung zu einigen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dies ist ein großer Fortschritt im Interesse der Pflegebedürftigen, denn sie müssen nicht mit der Bürokratie sich auseinandersetzen. Diese Abstimmung läuft im Hintergrund ab. Auch das gehört zur Wahrheit. Und jetzt ist es folgendermaßen geregelt. Die eine Stelle übernimmt die Leistung, die andere den Teil der Kosten, der von ihr zu tragen ist. In diesem Bereich der Schnittstellenproblematik haben wir also in diesem Gesetz eine klare und gute Regelung gefunden. Das gilt auch in anderen großen Fragen. Vorrang, Gleichrang, es wurde erwähnt. Und in meiner Rede zum Thema PSG 3 im September hatte ich erwähnt, dass von Betroffenen und ihren Verbänden die Befürchtungen geäußert wurden, im Verbund mit dem Bundesteilhabegesetz könne es an den Schnittstellen zu Nachteilen für pflegebedürftige Behinderte kommen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, es ist uns allen gelungen, dass wir diese wirklichen Bedenken ausräumen konnten, weil wir die Menschen ernst genommen haben. Und das, glaube ich, ist auch eine Stärke dieses Gremiums, unseres Parlaments, dass wir hier auch kritikfähig waren, dass wir diese Punkte eingebracht haben. Und deshalb ist es ein gutes Gesetz und deshalb werden wir heute auch zustimmen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Erich Ilsdorfer. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Heike Behrendt.